Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Python. So, dieses Mal geht's um was ziemlich Witziges. Und zwar kann man else in relativ vielen Statements auch reinpacken. Und das möchte ich euch jetzt gerade mal zeigen. Wir machen einfach mal hier alles weg. So, und sagen jetzt hier, okay, for i in range. Ihr kennt ja alle die Vorschleife von 0 bis 100. Ja, sagen wir von 0 bis 10. Print und wobei, lasst uns das mal auslagern in einen externen, in eine externe Liste. List gleich Range von 0 bis 10. So, for i in List. Okay, jetzt printen wir einfach mal und sagen dann hier einfach mal Print i, genau. Print i, so. Und ja. Das ist auch schon das, was wir als normale Vorschleife kennen. Wir geben einfach jede Zahl zwischen 0 und 9 aus. So, jetzt haben wir aber ein kleines Problem. Nicht Problem, sondern mehr Möglichkeiten. Wenn i gleich 2 ist, das kennen wir auch noch alle, dann gehen wir aus der Schleife raus. So, und ansonsten schreiben wir es auf und jetzt wird nur noch 0 und 1 ausgegeben. Auch das kennen wir alles. So, und jetzt gibt es noch ein kleines Gimmick. Und zwar ein cooles, was euch ein bisschen Schreibarbeit vielleicht erspart. Aber ich möchte euch ja alles zeigen, was es irgendwie so gibt. Und deswegen gibt es ein else. Und dieses else heißt print. Ich schreibe jetzt hier einfach mal broken rein. Wir werden gleich sehen, was passiert. So, hier wird jetzt automatisch nicht das else aufgerufen, wie zu erwarten war, denn wir sind ja hier in dieser Schleife drin gewesen. Aber Achtung, wenn ich jetzt das hier rauslösche und speichere, dann wird broken aufgerufen. Und warum wird broken jetzt aufgerufen? Naja, es ist irgendwie komisch, also die Syntax ist irgendwie sehr, sehr komisch, aber dieses break wird dieses else wird immer dann aufgerufen, wenn break nicht aufgerufen wird. Es ist irgendwie ein bisschen paradox, dass trotz dem kompletten Durchlaufen einer Vorschleife das else aufgerufen wird. Aber es ist die Regel, wenn break in dieser Vorschleife aufgerufen wurde, dann wird else nicht aufgerufen. Aber wenn break in der Vorschleife nicht aufgerufen wurde, dann, also zum Beispiel auch wenn ich hier 11 reinschreibe, dann wird ja Break auch nicht aufgerufen. Und dann wird Else aufgerufen. Also es das heißt entweder Break oder Else. Okay? Das war die eine Verwendung von diesen komischen Elses. Also nicht nur ein If, sondern auch in Vorschleifen gibt es ein Else. Die zweite Verwendung findet sich in Try und Catch. Da habe ich es euch vielleicht sogar schon mal gezeigt. Man kann sagen, Try. Und hier wird dann irgendwas ausgeführt, was eventuell einen Fehler schmeißt. Also machen wir jetzt hier mal irgendwas, was auf jeden Fall einen Fehler wirft. Zum Beispiel non.x. Und das wollen wir ausgeben. Print non.x. Da sollten vielleicht noch Klammern rein. Das wird auf jeden Fall einen Fehler geben. Und deswegen sagen wir jetzt einfach accept. Exception. Also wir machen Gotta Catch 'em All, Pokémon-Style. Und dann haben wir hier ein Print. Exception. So, jetzt führen wir das mal aus. Und jetzt haben wir hier keine Exception im Code drin, sondern es wird danach einfach ganz normal weiter ausgeführt. Also after Exception. Wir führen hier quasi unseren Code ganz normal weiter aus, allerdings führen wir diesen Accept-Block aus. Und das heißt, wenn hier was schiefgegangen ist, macht das nichts, denn wir machen hier einfach weiter. So, alles gut soweit. Was machen wir jetzt, wenn wir nicht wissen, ob jetzt eine Exception passiert ist oder nicht, weil es zum Beispiel irgendwas Unsicheres wie Socket oder sowas war? Dann machen wir ein Else. Und dieses Else wird immer dann ausgeführt, wenn es keine Exception gegeben hat. So, das heißt, bei der Struktur wird auf jeden Fall das Try ausprobiert. Und dann, wenn die Exception gekommen ist,
Also sozusagen if exception, wird der Block ausgeführt. Wenn keine Exception gab, dann wird der Block ausgeführt. Das heißt, wenn ich das jetzt ausführe, kommt hier der Block hier. Wenn ich aber hier statt dem print none.x einfach schreibe print x als Buchstabe, dann wird x ausgeführt und dann kommt dieser else-Block dran und der except-Block wird logischerweise nicht ausgeführt. Das heißt, wir haben hier ein print no exception. Und wenn ich hier noch ein finally ausführe, dann sehen wir noch was. Und zwar print finally. So, wenn ich keine exception habe, dann wird der try-Block ausgeführt. Ganz normal, dann wird der else-Block ausgeführt, der except-Block wird übersprungen, der finally-Block wird ausgeführt und danach geht es ganz munter weiter. Wenn ich eine Exception habe, none ist übrigens das Null von Python sozusagen, wenn ich eine Exception habe, dann wird sozusagen erstmal hier die Exception ausgeführt, also die Exception gefangen, der else-Block wird nicht ausgeführt, der finally-Block wird ausgeführt und danach geht es trotzdem ganz normal weiter. Wie wir sehen können. Okay, das waren die komischen Verwendungsarten von else. Ja, sozusagen ein kleines geheimes Feature. Und nächstes Mal habe ich noch ein paar andere geile Features für euch, die Python einfach irgendwie versteckt hat. Aber ihr werdet sehen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal und bis dann. Ciao, ciao.